Münster. Entweder es regnet oder es läuten die Kirchenglocken. Wenn beides zusammen geschieht, dann ist Sonntag. Bekannt ist, dass Münster sehr katholisch geprägt ist. Unbekannt ist jedoch, dass auch diverse Sekten und Kulte in Münster jenseits des öffentlichen Lebens existieren. Um der Frage nachzugehen, wie es um Sekten und Kulte in Münster bestellt ist, treffe ich mich mit Brigitte Hahn. Sie arbeitet beim Referat für Sekten- und Weltanschauungsfragen. Also Sekte ist natürlich immer eine Gruppe von Menschen. Und diese Gruppe von Menschen hat in der Regel irgendeine bestimmte Idee. Und oft eine Idee zum Weltende, also irgendwas Schlimmes passiert. Entweder geht die Welt unter oder es finden große Umwälzungen statt. Und die Gruppe selbst sagt immer, wir haben die Idee, wie wir uns retten können. Die haben immer einen Rettungsplan. Und sie nehmen immer für sich in Anspruch, dass sie sozusagen den Weg dorthin wissen, wie wir errettet werden können. Und ein großes Kennzeichen ist auch immer, dass sie sagen, wir sind die Guten innen und die anderen sind die Schlechten. Also ein ganz scharfes Schwarz-Weiß-Denken zwischen Gut und Böse. Und da gibt es auch keine Graustufen und auch so eine Abschottung nach außen. Also es fängt in der Regel mit einer Führungsfigur an. Also die Sekten hinterher haben auch immer Führungsfiguren, die es irgendwie schaffen, Menschen für ihre Idee zu faszinieren. Und zu sagen, ich weiß was, was ihr noch nicht wisst. Und die schaffen es durch ihre charismatische Ausstrahlung, Menschen hinter ihrer Idee zu versammeln. Und die dann auch bereit sind, fast ihr Leben für diese Idee zu geben. Also entweder sie präsentieren sich selber durch irgendwelche Aushänge, Flugblätter etc., Zeitungsartikel oder auch durch Menschen, die mich fragen, ob ich das kenne. Und in Münster gibt es die Sekten, die es überall auch gibt. Ne? Und es gibt jetzt große Schwierigkeiten im Esoterikbereich, wo es Versektungen gibt. Und womit ich mich schwerpunktmäßig beschäftige, sind ja mit Satanisten. Und die sind in Münster und im Umfeld genauso aktiv wie in anderen Regionen auch. Das ist eine Fachstelle des Bischöflichen Generalvikariats, die 1996 eingerichtet worden ist, vor dem Hintergrund, dass es ganz viele Anfragen an das Bistum gab zum Thema Sekten. Und da hat das Bistum sich entschlossen, da eine spezielle Stelle einzurichten, damit auch fachkundig Auskunft gegeben werden kann. Also die Zugänge sind sehr unterschiedlich. Viele Kollegen sind Theologen. Ich bin Diplompädagogin, Supervisorin, habe eine Ausbildung als Gruppenanalytikerin. Und ich habe damals in dem Bereich Aus- und Fortbildung gearbeitet und da bin ich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann. Und dem habe ich zugestimmt. Also es gibt also einmal der Bereich Beratung, dann Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung. Das sind so die drei Schwerpunkte. Einstieg ist immer, dass die Menschen was mit Sekten zu tun haben. Und das kann mittelbar oder unmittelbar sein. Also es können Betroffene selber sein, Angehörige sein. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel eine Institution anfragt, wie ist die Gruppe einzuschätzen, wir wollen einen Raum vermieten. Wie beurteilen Sie das? Also es gibt ja wenig Menschen, die sich da schwerpunktmäßig mit beschäftigen. Und so eine Stelle ist natürlich für all diejenigen, die mal irgendwie mit Sekten in Kontakt kommen, eine wichtige Ansprechstelle. Ich bin jetzt wirklich für das Thema sensibilisiert worden. Ich weiß, wie es um Sekten in Münster bestellt ist, was man machen kann, wenn man vielleicht an eine Sekte geraten ist, wenn man aussteigen möchte, vielleicht wenn man auch beruflich mit dem Thema zu tun hat, zum Beispiel als Sozialarbeiter, wenn man vielleicht Leute kennt, die mit einer Sekte zu tun haben. Ja, ich weiß jetzt einiges über die Satanisten, hätte auch nicht gedacht, dass sogar in Münster solche Gruppen ihr Unwesen treiben, in dieser erzkatholischen Stadt, aber nach diesem Gespräch bin ich doch schon deutlich schlauer geworden und ja, wenn ihr Probleme mit dem Thema Sekten, Kulte habt oder jemanden kennt, hier könnt ihr euch an Brigitte Hahn wenden, an das Referat für Sekten- und Weltanschauungsfragen. Sie hilft euch sicher gerne weiter.